So, dann machen wir weiter mit Vollkontakt Motorsport. Alle Fahrzeuge auf die Startplatte vorziehen, bitte. So, Leute, das gibt Kleinholz. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich möchte mal wieder Action sehen. Und jetzt ist der Start freigegeben. 566 in Führung. Dacia an zweiter Stelle und dahinter ein BMW Kompakt. Und wir haben eine rote Flagge, wir haben einen Rennabbruch. Weil da ist jemand umgefallen. Sieht so ein bisschen nach Outlaws aus, glaube ich. Personal. Ihr sollt den Fahrer nicht in Schlaf schaukeln. Ja. Auf geht's, Born. Der Generals mit einem sehr guten Start und die 116 Benedö versucht es aus. Und da haben wir die erste Seitenlage. 423 geht auf die und Überschlag. Wer? Nochmal ein Überschlag. Wer hat sich da überschlagen? Wer? 116, glaube ich. Nein. Ja. Timo Kalibe müsste das sein. 389. Abfahrt. Und 132 wird erstmal quergestellt. 212 geht in Führung. David, der Junge vor 100. Muss man immer aufpassen. Der Alvin, der auch beim Überrunden. Und die schwarz-weiße Flagge wird bereit gemacht. 134 holt sich den Laufsieg und dann. Markus! 502 kommt noch über die Ziellinie. Ja, hört sich so ein bisschen an, als wenn ich mal einen Darm hatte. Jetzt die 314 in Führung Stefan Fechter. Dazwischen war noch irgendwas von der Motorsportgemeinschaft. Vorder im Moment sind die Generals. Führung ein Opel Corsa der zweiten Generation. Und 134 dreht den General um und fährt dabei selber den Ball. Rote Flagge haben wir. Und so, der Lauf ist neu gestartet. Wir haben die 116 Bennett Höhen in Führung. Dahinter dann die Startnummer 134.
86C ist in Führung. Marco Jäger ein bisschen weiter nach außen gekommen. Der Start. Erneut 116 in Führung. Ja, was ist da? Raimin Wolf und 827 tanken sich. 827 wird gegengestellt. Das ist Stefan Dietrich. Stefan Dietrich holt sich jetzt mal den Holdshort in der Kategorie. Worden. Yeah.
Schön, dass die 945 wieder rollt. Nach dem Jugendlauf, vier Runden noch. So und tut sich was an der Spitze noch, ist die 700 vorne. Aber es hat sich in der Tat was getan. Leider dann unser Ford Mustang. Und mit einem staubigen Gruß zum Flaggenwinkler. Dann nochmal Markus Sauer. Ja, Klasse 1. Position ein. Oder Blue Horn ist wieder noch. Bennett Höhn kommt mit vier Runden. Welches ist das schnelle? Schöner Angriff von Marco Jagan auf die 957. An erster Stelle dann dahinter Alvin Wolf. Und Alvin Wolf wird gedreht. Silvin lässt dann die 740 vorbei. Schon gleich machen. Oh, ich sehe Ingo Müller da unten. Und da geht aufs Dach. Rote Flagge. Die 92. Was ist denn los? Aber jetzt habe ich gemerkt, oder? Er steht da, du verstehst die Welt nicht mehr. Mike.
88, der Van Rink. Und schön im Slide. Und das muss man jetzt weiter machen. Denn die Mondeas sind ja vorgetrieben. Und schön im Überschlag. Mensch, Mario, wie geht's dir? Daumen hoch, Mario, alles gut? Ja, alles gut. Weitermachen. Schön die Action am Laufen halten. So, auf der Gegengeraden formatiert sich jetzt ein Quartett, was dann die Möglichkeit hätte. Ja, schöner Angriff. Da geht's in die Bande. Also, Mario Dietrich ist noch dabei. Bisschen Wind schief die Hütte. Von der 599 gnadenlos vor sich hingeschoben. Da gibt es jetzt nochmal einen Angriff. 788 ist geblieben. Und die schwarz-weiß karierte Flagge wartet vergeblich auf den Führenden. Mike Meyer kratzt nochmal bei Martin Krause rein. Und jetzt ist auch Dave Saunus nochmal dabei. Auf der Martin Krause geht nochmal Dave dabei. Und der Laufsieg, den holt sich Mike Meyer mit der 460. Und schön, dass er mich besucht hat. Als wenn ihr euch hier präsentieren wollt, wie eine Katze. Ist freigegeben. Wir fahren so lange, bis nur noch ein Auto läuft. Martin Krausen im Moment in Führung. Natürlich nicht abwarten. Erstmal auf das Auto von Mike Meyer auf die 466 und kann Dave noch weiterfahren? Der steht da jetzt mitten in der Kurve. Was machen die anderen beiden? Also Martin Krause ist noch im Renntempo unterwegs und wen haben wir dahinter? Das waren fünf Autos, du bist das letzte Aktive.
nicht. Da muss ich nochmal reinreißen jetzt. Feierabend. Willst du noch jemanden mitnehmen? Löwe, fahr mal andersrum. Und bei dem ist noch eins rein. Immer noch aktiv. Und Anlauf. Junge, hol doch mal mehr Anlauf. Fahr noch mal eine ganze Runde und dann schön auf die Hinterachse. Das Auto ist auf 40 Sekunden, da geht noch was. So, der Mondeo kommt nicht schon, das ist so kaputt war, sein zu sein. Kannst du nichts mehr schieben? Ja, das hat Kühle im Risiko. Willst du Martin noch einmal rumboxen? So, Martin, sein Auto läuft noch, aber das wird sich gleich ändern. Suchst du dir was aus? Jo, Sally kriegt nochmal ein und fährt immer noch. Und fährt mal. Komm, der Orange. Der Orange will's doch auf. Sally! Sag mal, was hat der da eingebaut? Ja, genau. So, war's das jetzt? Oder kommt noch was? So, was sagt der Rennleiter? Fertig! Ruhig bleiben.